Hallo, meine Lieben. Und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog. Ich glaube schon der 18. jetzt schon. Der 18. Bauvlog. Ja, also wir haben jetzt hier, wir sind hier gerade in der Küche. Wir haben gerade einen Bauvlog beendet und machen jetzt hier den nächsten. Und Felix ist hier schon fleißig dabei, die Küchenwand hier zuzumachen. Aber das habe ich euch alles im letzten Video gezeigt. Felix macht mir jetzt die Acryl auf. Da. Mhm. Und dann werde ich nach oben gehen und den Flur Acryl machen. Hast du dir das schon gezeigt? Nee, ne? Den Flur Acryl, muss ich gleich nochmal zeigen. Also, machst du es bitte einmal und dann... Ja. Dann muss er da oben mit so ein kleines Stück zuflicken und dann ist das auch schon fertig hier. Zeigen, genau, und hier ist unser Küchenmöbel. Das ist ein Hängeschrank. Der kommt entweder dahin oder dahin. Ja, entweder da. Das ist einer der Doppelhängeschränke. Dann kommt irgendwie ein halber in die Mitte, übers Fenster sozusagen. Genau, so ein halber kommt da so. Und das Fenster ist sozusagen dann eingeschlossen. Alter. Oh, das ist dein Finger? Ja, ich bin runter. Also, gut. Pass auf. Ich brauche aber den Pinüppel da. Nee, das kann ich nicht. Das war da jetzt ein Schwert. Guck, wie der aussieht. So, ich habe hier oben schon Acryl gemacht. Und zwar sieht jetzt, glaube ich, so ein bisschen hier, ne? Einmal so die ganzen Ecken. Hier am Balken, hier einmal runter. Und ich habe jetzt die Seite schon fertig. Das ist hier oben auch alles fertig, fertig, fertig. Und ich muss jetzt da weitermachen. Da habe ich nämlich aufgehört. Da war die Tube leer das letzte Mal. Die Tube war leer. Ja, da habe ich aber auch schon gemacht. Und hier so große Ecken, die spachtel ich gleich noch. Zum Beispiel das hier. Da kann ich eine ganze Acrylpackung reinstopfen. Das spachtel ich lieber nochmal schnell. Dann hier unten den Rand eben nochmal auf beiden Seiten. Und dann halt hier nochmal komplett runter und da hinten halt noch alle Ecken. Das muss ich jetzt noch einmal also wieder Acryl machen. Und hier habe ich auch schon alles fertig. Das mache ich jetzt. Ich bin hier gerade bei der Treppe. Lieben, wir waren fleißig. Felix ist immer noch fleißig, wie ihr hört. Ich habe hier gespachtelt, wie ihr gesehen habt. Einmal die ganze Wand hier. Und ich habe heute die beste Spachtelmasse angerührt, die ich jemals angerührt habe. Das war echt mega, damit zu arbeiten. Also ein Lob an mich selber. Genau, das habe ich gespachtelt. Dann habe ich hier so diese Fugen ausgeschnitten. Ich weiß nicht, wie nennt man das Shit? Hier so das hier geschnitten. Ja, Fugen. Weil Reh gibt's, darf nicht so gerade aufeinander liegen, sonst reißt der. Die müssen immer so angeschnitten werden. Das habe ich an der ganzen Wand gemacht und hier an dieser kleinen Wand. Felix macht gerade hier die Wand, wo der Kühlschrank steht nachher. Das macht er gerade fertig. Und ich habe jetzt hier noch gespachtelt.
dieses Stück hier. Und da oben ist nämlich die Spachtelmasse ausgegangen, aber das ist nicht schlimm. Ich habe hier eigentlich nur Reste. Nur Reste verwertet, also ist gar nicht schlimm, sonst habt ihr. Achso. Boah. Hab hier noch ein bisschen gespachtelt. Und dann habe ich oben noch ein bisschen gespachtelt und oben ja auch Acryl gemacht. Zweimal hier. Seht ihr das? Hier habe ich das Acryl gemacht. Und hier oben drauf. Also einmal die ganzen Balken so eingearbeitet. Hier ist mir Wasser ausgekippt. Und hier habe ich eben auch alles mit Acryl gemacht und hier auch noch so ein bisschen gespachtelt. Weil hier waren noch so ganz große Löcher, die ich ja noch spachteln wollte. Da auch. Und da unten und hier so ein bisschen am Balken auch noch so ein bisschen gespachtelt. Genau, das habe ich noch gemacht. Und hier im Babyzimmer haben wir schon ein paar Sachen stehen. Ihre zu großen Kleidung und ihr Bettchen und so. Genau, aber da muss ja auch nichts mehr gemacht werden. Und genau, das habe ich jetzt gemacht. Hier habe ich auch noch so ein bisschen gespachtelt, so ein bisschen halt aufgebraucht. Voll die Stolperfalle hier. Willst du mich umbringen, Schatz? Wieso? Weil du hier die Latte stehen hast. Ich will auf die ganze Zeit. Ja. So, also so sieht es hier gerade aus. Das sieht so komisch aus, ne? Hier alles so halb fertig und dann guckt man hier hin und das ist hier so ein Riesenchaos. Das wundert mich immer wieder, ja. Aber hier ist halt im Moment noch Werkstatt. Und Lager. Aber hier geht's ja auch als nächstes ran, ne? Als nächstes ist das Wohnzimmer gemacht. Ja, Wohnzimmer. Hier. Erstmal oben noch das Badezimmer fertig. Stimmt, das Bad oben. Das Gästezimmer machen wir später, weil wir das ja noch nicht brauchen, sozusagen. Und ich freue mich so, wenn hier die schöne Couch steht. Hier der schöne Fernseher. Ach, das ist schön. Da stehen übrigens alle unsere Möbel. Ja, das ist unsere Couch in der blauen Folie. Schön, oder? Ja, also wir haben auf jeden Fall noch genug zu tun. Aber wir haben noch ein halbes Jahr Zeit. Schatz, ein halbes Jahr hast du noch. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, ob wir das schaffen. Ja. Hast du mal ein kleines Stück Schale irgendwo rumliegen? Nein. Da sind so kleine Stückchen. Nee, das ist zu groß, das Dachladen. Nein, das ist keine Dachladen, das ist eine Schale. Nee, das da. Okay. Guten Tag, meine Lieben. Es ist ein neuer Tag. Wir sind mal wieder auf der Baustelle. Und Felix braucht hier oben gerade in der Küche die Schale um. Das hat er falsch gemacht. Und deswegen schraubt er das gerade um. Also er macht das einfach. Ja. Und hier hat er schon das Stückchen zugemacht. Die Decke hier. Da sind wir gerade bei. Und ich habe hier gerade schon gespachtelt wieder. Diese warten nicht gerade. Das habe ich gerade gespachtelt. Und das andere habe ich ja schon die letzten Tage gemacht. Das wisst ihr ja. Und genau, jetzt habe ich das hier einmal gespachtelt. Und dann das nächste ist die Decke spachteln, wenn Felix das fertig gemacht hat. Genau. Wir waren heute noch einkaufen im Baumarkt, haben ein paar Sachen gekauft. Die habe ich euch aber schon in dem anderen Vlog gezeigt. Und genau, jetzt geht's hier also weiter. Achso, ich kann euch nochmal die Lampe zeigen. Und zwar die Lampe für die Küche. Das hier ist die Lampe für die Küche. So sieht die aus. Sie ist so richtig auf alt gemacht, sozusagen rustikal. Sehr, sehr schön. Die haben wir auch im Schlafzimmer. Genau, die kommt in die Küche und ins Schlafzimmer. Und wir haben noch für die Küche heute so kleine Spots gekauft. Die kommen hier jeweils in die Decke noch rein. So einmal in die Küche lang. Genau. Ja. Den muss ich gleich noch sauber machen kurz. Hier gerade gespachtelt, wie gesagt. Einmal hier überall lang. Hier haben wir auch so noch Schienen drin. Seht ihr das? Damit das hier nicht abbricht, der Regen gibt es an der Seite. Genau, hier sieht es immer noch gleich aus. Chaos. Wir haben halt so schönes Wetter. Schaut mal.
ein Unterschied in der Dämmung. Ich bin Felix Handlanger, ich laufe mir jetzt immer hinterher. Also. Oh, meine Lieben, Felix ist in der Küche soweit fertig. Wir haben jetzt hier einmal durchgefegt, wie ihr seht. Aufgeräumt alles. Und er konnte jetzt hier die Decke nicht weitermachen, weil hier kommen ja noch Spots in die Decke. Und das heißt, hier muss noch das Kabel rein. Und Felix weiß nicht ganz genau, wo die hin sollen. Deswegen sprechen wir das noch. Hier hat er jetzt alles zugemacht. Und da hinten, Schatz, da muss auch noch, ne? Hier ist auch noch ein Loch. Gut. Ja, aber hier ist jetzt einmal aufgeräumt. Hier habe ich ja gespachtelt, die Ecke. Und ja, jetzt habe ich oben noch aufgeräumt, habt ihr gesehen. Ich habe hier den Müll. Und oben habe ich ja dann das Bad so ein bisschen aufgeräumt. Weil das ist ja unser nächstes Kind hier, was wir machen. Hier, so sieht es jetzt aus. Also habe einfach hier so ein bisschen das so ordentlich gemacht. Das hier muss natürlich noch weg. Und die große Tonne, aber die kriege ich gar nicht bewegt. Und deswegen ja, habe ich erstmal hier so ein bisschen aufgeräumt. Hier habe ich noch das Laminatmüll. Den Laminatmüll einmal hier klein gerissen. Hier habe ich noch ein paar Stück. Und natürlich getrennt mit Plastik und Dings. Hier ist der wunderschöne Raum, das Kinderzimmer. Unser schöner Garderobe, ich liebe die. Und die Farbe ist 1:1 das Rosa. Das ist so mega. Ich liebe die. Ich verlinke euch die mal in der Infobox. Wenn ich es vergesse, schreibt es bitte in die Kommentare. Genau, verlinke euch mal in der Infobox. Die ist so mega schön. Genau. Und hier steht jetzt auch schon ein paar Sachen. Ihr Teppich liegt hier. Den habe ich euch ja auch schon in einem Vlog gezeigt. Zeige ich euch auch nochmal später, wenn das hier halt fertig ist. Da liegt schon ihr Himmel. Also wir sind hier schon ganz am Liebäugeln mit den ganzen Sachen. Ich kann mal das hier rüberlegen, damit das nicht so einstaubt. Genau, da sind noch ihre Jacken eingepackt. Hier steht schon ihr Babybett. Ach, hier müssen wir noch das Kleber abmachen. Oh, es ist so warm hier oben, Leute. Weil wir haben so schönes Wetter. Können wir auch mal ein bisschen das Fenster auflassen. So. Genau. Und hier habe ich jetzt einmal alles hingeräumt. Also hier ist unser Abstellraum. Die ganze Farbe und so. Hier geht es ja auch erstmal noch nicht weiter. Diesen Raum lassen wir erstmal. Erstmal ist unten und so was? Wie nennt man das, Schatz? Was denn? Priorität. So, jetzt habe ich es. Das Fenster muss aber auch noch gemacht werden, weil da kommt noch ganz viel Zugluft rein. Genau, und hier kommt dann eben die Tür für und dann machen wir diesen Raum einfach später. Wenn unten alles fertig ist und wenn man dann Zeit hat, immer am Wochenende oder so, macht man das dann. Genau. Und ach so, hier oben habe ich auch noch so ein bisschen Acryl gemacht. Ich hatte hier noch die großen Ecken. Die habe ich alle noch zugemacht. Hier oben auch. Und hier unten einmal.
das auch noch mit Acryl einmal gemacht. Hier haben wir Fenster auf, weil es so warm ist. Genau, und hier macht Felix jetzt das da. Also einmal alle Löcher sozusagen zu macht er hier. Hier hat er jetzt noch ein Loch gehabt. Hier oben haben wir noch ein Loch. Hier ist das noch auf. Und das macht Felix jetzt einmal alles zu. Hier ist er ja gerade dabei. Dann schraubt er hier die noch an. Die einzelnen Platten hier. Die sind ja noch lose und da unten muss er. Da unten ist ja auch noch ein Loch. Und dann ist das auch schon fertig. Dann haben wir hier so die kleinen Löcher alle schon fertig. Hier kommt ja noch das Fenster rein. Genauso wie in der Küche. Kommen wir noch die Fenster rein. Und dann geht es immer weiter voran hier, ne?